Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und wir sind mal wieder auf der Galgenberg. Ja, mich hat sie ja wieder mal verschlagen, ein bisschen Arbeit zu machen. Und zwar haben wir jetzt alle Grasarbeiten soweit abgearbeitet und hier ist auch schon die Silage bzw. das Gras abgedeckt für die Silage. Und deswegen heißt es jetzt hier ein bisschen aufräumen. Den Warrior mit den entsprechenden Anbauteilen werden wir jetzt erstmal wegräumen. So ist vorne angehoben. Stopp. Ja, doch, passt schon. Okay. Ja, warum bin ich auf der Galgenberg? Es gibt ein neues Video. Es gibt wieder Informationen vom Yogi. Gerade erst vor kurzem hat er wieder ein Video veröffentlicht und dieses Video hat jede Menge Anklang bei euch gefunden, denn die Galgenberg V3 soll eventuell kommen. Also, was heißt eventuell? Die Sache ist die, er hat also ein Video veröffentlicht, in dem er heißt, dass er die jetzige Galgenberg gerne nochmal modifizieren will durch die Erfahrungen, die er praktisch mit der Oberschwaben gesammelt hat. Und zwar soll dann auch einfach hier die Optik nochmal ein bisschen verbessert werden, was Gras, was Straßen und ähnliches angeht. Und er verspricht uns, oder zumindest versucht er es, das ist die Idee dahinter, auch uns die Kälber für die Consolieros dann in den Stall zu bringen. Und das wäre doch herzallerliebst. Ja, warum das Ganze? Naja, die Oberschwaben ist so gut wie fertig und die hat er auch schon eingereicht. Die kam wieder zurück. Also das heißt, da wird es noch ein bisschen dauern. Aber, so, komm, schmeiß ab. Aber in der Zwischenzeit, weil sie jetzt auch mittlerweile der LS25 angekündigt ist, ja, lohnt es sich für den Yogi im Prinzip nicht, ein komplett neues Projekt zu beginnen, sondern hat sich eben gedacht, ja, dann machen wir doch hier mit der Galgenberg noch ein bisschen was, verbessern die nochmal und bringen hier vermutlich, und so habe ich das jetzt verstanden, nicht als eine Art Update, sondern eben... ja, eine weitere Version von der Galgenberg und da muss er sich wohl auch erst mit Giants unterhalten, ob das auch so dann funktioniert. Aber das, was man in dem Video, und ich verlinke euch dann dieses Video auch hier in die Videobeschreibung, was man da jetzt schon zu sehen bekommt, ist äußerst interessant. Und das Ganze wird nicht nur optisch anders, sondern um das Thema mit den Kälbern auch wirklich hier auf die Karte zu bringen, werden die anderen Höfe weichen müssen. Der technische Hintergrund wird in dem Video erklärt, dürft ihr euch also gerne anschauen, aber eventuell kommt dann ein Hof von der Oberschwaben und wird hier fest verbaut, aber die anderen Höfe müssen leider weichen, weil sonst funktioniert das mit diesen Kälbern nicht. Also, wie gesagt, das Ganze äußerst interessant. So, wir fahren mal rechts rum, weil mit dem müssen wir rüber zu unserem Gras, zu den Wiesen und da wegen düngen. Und wir müssen heute auf jeden Fall auch noch ein bisschen Spritzen, Unkraut bekämpfen und uns um die Tiere füttern hier auf der Galgenberg 2.0. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie sich das hier entwickelt, ob es tatsächlich dann eine V3 gibt, auf die auch die Consolieros sich freuen dürfen, weil wir dann, wie gesagt, hier die Straßen, die Wege wird er modifizieren und das Gras wird modifiziert, damit es einfach noch realistischer aussieht, nicht ganz so, ja, halt eben nicht, wie er gesagt hat, dass es gescriptet automatisch verteilt wird, sondern er will da mehr Handarbeit machen und dadurch wird die Sache auch etwas individueller, etwas schöner. Also das, was man im Video sehen kann, sieht doch wirklich schon sehr vielversprechend aus. Also freut euch darauf auf eine Galgenberg V.3, sofern sie eben kommt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auf die Oberschwaben, die, ja, wie gesagt, zurückgekommen ist für den Yogi mit einer langen, langen Liste anscheinend, die bearbeitet werden muss. Und da wird er sich natürlich dran setzen. Aber das Ganze wird jetzt mit Sicherheit dann noch ein kleines bisschen dauern, bis dann wirklich auch die Oberschwaben durch ist und wir uns darauf freuen dürfen. Naja, gut, also wie gesagt, wir warten, was der Yogi uns noch Tolles hier zum Spielen gibt und ansonsten ist es natürlich die LS25, der seine Schatten ja jetzt weit, weit vorauswirft und im Moment ist es ja so, dass man nichts Genaues weiß, man nicht, wie gesagt, außer, dass Reis kommt, dass es neue Tiere geben wird und jede Menge ja zu vermuteten Eigenschaften, aber wir sind ja auf jeden Fall vertröstet worden auf die FarmCon, die ja jetzt in Kürze stattfindet bei Fendt und da sollen auf jeden Fall einige interessante Neuigkeiten kommen und vor allen Dingen soll es wohl was zu sehen geben zu diesem berühmten
ja, Bodenbearbeitung, Bodenbewegung, was nicht ein dynamischer Boden sein soll. Wir werden sehen, wir warten ab. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo war denn jetzt hier nochmal die Gülle? Ach ja, logisch, da an der Stelle. Und dann werden wir auf jeden Fall uns um die... So, das dauert hier noch ein bisschen. Das dauert hier immer etwas. Dann springen wir mal hierher. Denn wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen... So, Unkrautbekämpfung. Ein bisschen Material. Huch, ein bisschen weiter weg. Ein bisschen raus. Und dann werden wir doch den Container da oben rausgeflupft kriegen. Okay, ich würde sagen, das zählt. So, da hinten steht der Lintrak mit der Spritze. Hervorragend. Und dann schauen wir mal, ob wir den schon aufgefüllt kriegen. Ah, das klappt schon. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, da geht er auch ein bisschen in die Knie. So, das Ganze räumen wir wieder auf. Jetzt überlege ich gerade, nee, wir kriegen das unten nicht rein, gell? Das war ja das Thema. Ah, da müssen wir nochmal ein bisschen zurücksetzen. Okay, Wunderbärchenklärchen. So, mal ausschalten und dann bringen wir den Kollegen rüber zu unseren... Ja, wir haben ja ein neues Feld das letzte Mal gekauft. So ein bisschen aus der Not heraus. Und dann haben wir ja noch ein weiteres Feld. Und zwei Felder müssen wir definitiv noch bearbeiten. Und ansonsten hatte ich es ja das letzte Mal schon angekündigt. Ich glaube, wir werden uns langsam aber sicher mehr in Richtung Feldarbeit orientieren. Deswegen habe ich auch mittlerweile die große Wiese am Berg verkauft, damit wir wieder flüssig sind. Deswegen auch der, ja, gute Kontostand von 329. Jetzt muss ich mal schauen, können wir hier rüber zischen? Nee, da lassen wir den Kollegen hier noch vorbeifahren. Und dann werden wir uns, denke ich, ein paar andere Felder kaufen. Und wenn überhaupt noch Grasschnitt, dann definitiv auch mit einem Big M. Big M, gell? Glaube ich, ja, Big M. Big X ist ja der Häcksler, wenn ich richtig weiß. So. Deswegen habe ich auch den Schwadampf abgestoßen, habe den großen Bergmann-Ladewagen abgestoßen und habe auch das Mähwerk abgestoßen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir machen mal hier die Karte ein. Ah, ich glaube, ich hätte da reinfahren sollen. Das wäre wohl vernünftiger gewesen. Aber mit dem hier können wir ja richtig schön fast auf der Stelle wenden. Und dann werden wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Feldarbeit machen in der Folge. Und das heißt für uns im Umkehrschluss, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen die Galgenberg spielen und mal abwarten, wann und wie und wo und überhaupt. Und Yogi wird uns auf dem Laufenden halten. So, hier müsste sein Unkraut. Ja, aber das Thema Striegel hatten wir ja schon. Ach, das ist ja ein interessantes Feld. Das geht ja hier bis unter den Baum. Okay. So, dann schauen wir mal. Okay, und ab die Post. Ja, ich denke, das Ganze werden wir hier manuell fahren müssen. Da wird uns der Helfer nicht weiterhelfen. Übrigens auch eines der ganz, ganz großen Themen vom LS25, dass sich das natürlich sehr, sehr viele wünschen. Natürlich vor allen Dingen die Consolieros, dass die Sache mit den Helfern besser wird. Naja, wie gesagt, die FarmCon, da werden einige Geheimnisse gelüftet. Im Moment hält man sich ja mit allem bedeckt. Es bleibt einfach nur jede Menge Raum für Spekulationen und alles, was man so sieht, hört und ja, wie gesagt, auch abgedreht bekommt. Das sind alles immer nur
Spekulationen, Vermutungen, so richtig genau weiß man nicht. Außer was definitiv bestätigt wurde, dass es eben zwei Reissorten gibt. Und das Ganze wird eben so sein, huch, da sind sie wieder. Dass es eben einmal Nassreis und einmal Trockenreis geben wird. Und das Ganze ist halt dann eben unterschiedlich zu bearbeiten. So, dann natürlich das Thema mit dem Spinat. Und Bauaufträge, da wurde ja vermutet, dass es Produktionsstätten oder ähnliches gibt, die im Moment, ja, ich sag mal, baufällig sind. Und dann gibt es wohl Bauaufträge, um die wieder fit zu machen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was es wirklich sein soll, nach dem, was man jedenfalls in den entsprechenden Interviews, ja, vom Randy und vom Mario gehört hat. Das soll dann wohl doch etwas anderes sein. Aber wie gesagt, man hält sich bedeckt noch bei Giants und wartet natürlich die FarmCon ab, um dann natürlich einiges live mit den Gästen dort zu zeigen, zu präsentieren. Und dann wird es auch mit Sicherheit das erste Gameplay zu sehen geben, weil natürlich auch viele, viele, viele so ein bisschen hin und her gerissen sind bezüglich den Screenshots aus dem LS25, wo man nicht so genau weiß, ist da jetzt wirklich was besser? Also vor allen Dingen von der Grafikqualität oder eben nicht. Also man ist da ein bisschen hin und her gerissen. Man spekuliert ja bezüglich den Lacken, dass man halt jetzt zukünftig sich im Lack der Fahrzeuge die Umgebung spiegelt und ähnliches. Naja, wie gesagt, das sind so Dinge, die man erkennen kann auf den Screenshots, aber ob es dann wirklich so ist, man weiß es noch nicht. Wir werden sehen. So, wir machen auf jeden Fall erstmal hier weiter und es hilft nichts. Ich muss mal ganz kurz anhalten, denn wir müssen auch mal schauen. So, hier runter. Unkraut. Ah ja, okay, da zeigt es ja, okay, als wenn das eine komplette Fläche mit Unkraut ist. Ja, dann fahren wir mal hier hoch. Schade, dass man das eben in der Minimap nicht so sieht. So, man kann es natürlich zwischen den Pflanzen erkennen, wo Unkraut war, wenn es dann behandelt ist. Aber so richtig ideal ist das Ganze jetzt nun auch nicht. Sehr schön. Ja, wie schon vorhin angekündigt bzw. auch angedeutet, wir werden uns dann langsam aber sicher hier auf der Galgenberg umorientieren. Und dann eher mehr so in Richtung Feldarbeit gehen. Ja, dann fahren wir hier mal noch zu Ende. Ja, wir müssen das hoch. So, Delay, wir müssen das so machen. Ja. So ein bisschen hier über... Ja. Ich denke, wenn wir jetzt hier den Helfer losschicken, ja, dann fährt er genau zwischendrin. Das wird nichts. Dann fährt er genau zwischendrin. Da haben wir nichts Halbes und nichts Ganzes erreicht. So, ich denke, jetzt müsste er gleich hier aufhören. Das müsste gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ah, doch, sehr schön. Dann können wir, glaube ich, hier einen Haken dahinter machen, hinter dieses Feld. Und dann fahren wir noch schnell zum anderen. Und dann wird noch ein bisschen Gülle ausgebracht auf unseren Grasfeldern, die wir ja bewusst beim Schweinestall ja installiert bzw. angesät haben. Denn dann können wir dort immer sofort die Gülle abgreifen. Denn unsere Schweinchen produzieren ja Gülle, Gülle, Gülle ohne Ende. So, hier müssen wir, glaube ich, links rein, nach dem Schild.
Und da bin ich ja auch am Überlegen, ob wir hier diese drei Felder hier zusammen noch kaufen. Augenblick mal. So, das ist Gerste. Und dann müsste nebendran müsste eigentlich ein Grasfeld sein. Genau, das wäre auch erntereif. Aber wie gesagt, da tun wir uns ein bisschen schwer. Und dann könnten wir das natürlich die Felder hier zusammenlegen, zusammen mit diesem Feld, auf dem jetzt gerade was wächst. Ist das Mais? Das ist Mais. Also wir schauen uns das mal hier kurz in der Übersicht an. Die 79, 78, 77. Wir könnten natürlich auch erstmal nur die 79 und 78 zusammenlegen und die 77 als Grasfeld noch lassen. Aber da würden wir uns natürlich hier im Flachen deutlich leichter tun. Wo ist denn jetzt der... Ach da. Oh, und die Kollegen hier schwarten und stehen. Wir würden uns natürlich hier im Flachen deutlich leichter tun, was das Mähen angeht. Also wie gesagt, das mit dem Grasfeld da am Berg, das war ja... Naja, es war interessant, so will ich es mal formulieren, aber unterm Strich muss man sagen, schon ganz schön anstrengend für die Geräte und für die Maschinen und es bleibt dabei, wir bleiben ja jetzt erstmal ein bisschen mehr im Flachen, unabhängig davon, dass wir hier die Felder, so wie hier, die Ränder entsprechend auch bearbeiten müssen. So, jetzt hat der Yogi ja gesagt, dass er praktisch eine, ich weiß es gar nicht, eine französische Map als Basis genommen hat und vielleicht liegt es eben daran... So, hier sieht man natürlich jetzt wieder wunderbar, wo man spritzt. Und vielleicht hat es damit irgendwas zu tun, dass wir hier so ein bisschen die Probleme haben, eben wenn wir Gras mähen, dass das Schneidwerk, das Mähwerk dann irgendwie ja neue Felder generiert und den Feldrand eben bearbeitet. Und jetzt will er als Basis eine amerikanische Map nehmen, die er eben auch genommen hat für die Oberschwaben. Und naja, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir werden sehen, wie lange das Ganze dauert. Und wir werden auch sehen, was am Ende dann bei rumkommt und ob es kommt. Weil, wie gesagt, er muss da auch noch sich erstmal bei Giants, ja, Absolution will ich jetzt nicht sagen, holen. Aber die Freigabe, dass er das Ganze so basteln darf, wie er das möchte. Wir werden es, wie gesagt, denke ich, in den nächsten Tagen hören. Und er hält uns auf dem Laufenden mit natürlich Content. So, dann werden wir hier gleich mal um die Kurve. Bingo. Ja, und wie gesagt, auch eines, auch das hier ist eines der Felder, die wir halt dann mit die Feldränder nachbearbeitet haben. Und das werden wir höchstwahrscheinlich auch bei den zwei anderen Grasfeldern machen müssen. Denn nur dann funktioniert das Ganze auch ordentlich mit dem Helfer. So, jetzt fahren wir noch hier bis zum Ende und dann schicken wir den Helfer los und dann kümmern wir uns noch ein bisschen um unsere Grasfelder, die wir düngen müssen. Sehr schön. Und dann schicken wir den Helfer mal los. Wunderbärchen. So, wo ist denn jetzt... Ja, hier stehen die ganzen Gerätschaften beim Händler, wo ich die ganzen Anbauteile verkauft habe. So, wo ist er denn? Wo ist unser Dreiserdruck? Sehr schön. Einmal rückwärts. Ja, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins Wasser fahren. So, jetzt aber vorwärts. Ich bin ja auch am Überlegen, ob wir hier das Güllefass tauschen, weil das ist zwar alles nett und schön mit den Schleppschläuchen, aber wir stellen dann halt doch auch manchmal fest, dass es dann nicht ganz so gut ist,
Da wäre dann so ein Spritzer dann doch besser. Oder so ein Verteiler. Huch. Ja, falsch eingeschlagen. Aber hier kommt er eigentlich ganz gut zurecht, weil manchmal hat man immer das Problem mit den Schleppschläuchen, dass die dann aus irgendeinem Grund aufhören, Gülle zu verteilen. Weil sie vermutlich nicht mehr richtig aufliegen, aber hier scheint es ganz okay zu sein, hier scheint es zu funktionieren. So, zack. Und so, was zeigt er denn eigentlich an? Muss mal schauen, Augenblick. So, 70, das passt soweit, okay. Also ich glaube, wir kommen gut hin mit der Gülle hier. Das passt für unsere Wiese. Und auch hier kann man es ganz gut und deutlich erkennen, wo eigentlich mal ursprünglich der Feldrand war. Und nachdem wir dann über den Meer gefahren sind, mit dem Meer da drüber gefahren sind, da hat er tatsächlich dann noch einen neuen Feldrand angelegt. Und das macht natürlich auch der Helfer, weil der fährt natürlich auch bis raus. So. Hervorragend. Dann werde ich jetzt hier noch die Wiesen fertig bearbeiten. Dann natürlich, wie gesagt, das andere Feld, wo noch Unkraut zu bekämpfen ist, fertig bearbeiten. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folge doch hoffentlich, wenn es hier bei der Galgenwerke bei uns hier noch weitergeht. Ich freue mich drauf. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier wieder entweder auf der Galgenberg, auf der Alteiche oder auf der Neu-Mini-Brunn, wo es ja auch ordentlich weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Baden-Farmer.